Hey Leute, was geht ab? Ich habe euch gesagt, ich hole Arda hier nach Kiel zu unseren Dönerboxen. Heute zeige ich Ihnen drei, vielleicht vier Dönerläden, die meiner Meinung nach nicht so gut sind wie die in Berlin. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir sind hier in Kiel. Und für Kiel sind die gut. So. 1 bis 10 hier ist ja nicht wie 1 bis 10 gleichgestellt mit Berlin. Wir machen 1 bis 10 hier und 1 bis 10 Berlin. Okay. Und du vergleichst den besten Dönerladen von hier noch einmal mit Berlin. Wir sind jetzt hier vor Dönerweg, mitten in der Innenstadt in Kiel, Holzenstraße. Wir gehen jetzt hier direkt rein und bestellen uns einen Döner. Diesmal machen wir das so, wir nehmen einen Döner für uns beide. Dann laufen wir nicht mit so einem Bauch rum. Läuft er sowieso nicht, aber. Meinst du wirklich ernst? Ja. Ich bin aufgeregt. Ja. Echt jetzt? Ja, weil ich der hat so, und so, ich hab nichts. Bruder, was sagst du, wie sieht der Spieß aus? Bruder, Allah, ich bin ehrlich, sieht gut aus. Ne? Jetzt hast du Angst so gehabt erstmal? Sehr sauberer Laden. Ja, ja, ist er auch, ist er auch. Assalamu alaikum. Bruder, wir wollten einmal Döner essen, den normalen Döner mit Soße Hollandaise. Aber wie macht ihr das Brot selber? Ja, cool. Okay, Fleisch kannst du, ja, Kalb. Guck jetzt, da ist die legendäre Box, Bruder. Freust du dich schon? Kein Rotkohl, sonst kannst du alles machen. Kannst du, hast du Currysoße? Ja. Boah, für Arda Currysoße, ja. Currysoße kannst du machen. Und Cocktail bitte. Danke dir. Wie groß ist der? Boah, ist das ein Riesen-Oschi, Digga. Der ist schon sehr, sehr groß. Probier erstmal das Boxfleisch. Schmeckt nach Fleisch oder schmeckt nicht nach Fleisch? Ist halt nur kalt, bisschen. Ja, das ist, weil es in der Box war. Ja. Hätte er frisch geschnitten, dann wäre es Baba gewesen. Sonst so vom Geschmack her und so ist eigentlich gut. Also ich sag ganz ehrlich, vom Geschmack habe ich es mir schlechter vorgestellt. Das Fleisch an sich auch, so für der Spieß. Oder das ist aber ein Monster. Nicht, ich weiß nicht, ob die immer so voll machen. Immer. Oder der, nein, wirklich. Voller, ja, immer ja, so? Ja, wirklich. Der ist immer voll. Oder das Currysoße und Hollandaise-Soße. Ich habe noch nie mein Leben diese Kombination gemacht. Boah, beiß genau dieses Stückchen ab. Da, diese Seite von Seite. Oh Mann, ey, ich wollte den. Oder der Biss war größer als ich. Weil Geschmack ist nicht schlecht, aber Hollandaise ist nicht meins. Echt jetzt? Ja. Zeig mal, wie Hollandaise nicht deins. Ja, Bismillah. Das allererste, was du sofort rausschmeckst an Soße, ist Curry. Ja, ja. Das ist die dominanteste Soße. Ich sag ehrlich, Curry ist mittlerweile okay. Also habe ich dir das gezeigt. Wir haben hier Brot, Brot, Fleisch, Soßen und Salat. Eigentlich vom Aufbau her ist der Baba, oder nicht? Ja, ja. Also ohne Spaß. Brot, super. Salat auch frisch, was willst du da machen? Das ist nicht, das kannst du ja nicht viel falsch machen. Wow. Ich sag ganz ehrlich, ich habe viel, viel schlechter erwartet. Echt jetzt? Viel, viel da bin ich immer froh. Viel, viel schlechter erwartet. Boah, Wallah, das mit Hollandaise ist geil. Bruder, du findest auch alles geil, Bruder, ja? Boah, wirklich? Guck mal, jetzt, Bruder, guck mal. Hier, jetzt das ganze Fett da. Siehst du das? Das ist das Leckerste. Bruder, bis jetzt, du hast nicht einmal bei diesen ganzen Foodtouren, bis jetzt, du hast nicht einmal eine Sache gesagt, wo du meinst, nee, ist nicht geil. Offiziell, du hast alles geil gefunden. Du hast recht, ich sag dir auch, ich bin sehr leicht zu beeindrucken. Sehr, sehr leicht. War gut. Okay, wir machen die, werden am Ende, wir fahren jetzt zum nächsten Dönerladen hier in Kiel und dann sehen wir uns jetzt gleich beim nächsten Dönerladen. Wir stehen jetzt hier vor dem zweiten Dönerladen, das ist mitten in Garden, Agora Grill heißt der Laden, also ich kenne den schon, wo ich klein war. Das soll laut vielen, vielen Leuten hier in Kiel der beste Dönerladen sein, weil, warum weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es der einzige Dönerladen, den ich kenne, der keine Box hat, wo das Fleisch rausgeholt wird. Echt? Und das ohne Box? Ohne Box. Gibt's nicht. Er hat das nicht. Er hat das nicht. Assalamu alaikum. Die haben so auch andere Gerichte und so, ne? Der Laden erinnert mich ein bisschen an Imren. Imren, ja, genau. Hier, guck, Bruder. Arda, siehst du? Du siehst nirgends ohne Box. Aber wie machst du uns einen Döner? Du hast keine Currysoße, oder? Du hast Cocktail, Cocktail, Bruder, ja. Knoblauch und Schafersoße. Okay, was willst du drauf haben? Ich mach einfach alles drauf. Alles außer Rotkohl nehmen wir. Guck mal hier, das ist der Spieß. So sieht der Brie aus. Cocktail, Knoblauch, Schaf, die Salate. Wir haben hier noch Schafskäse. Machen ja viele und dann haben die so noch andere Sachen so. Das ist halt das so Dönerladen-Style. Das Brot macht ihr auch selber? Alles selber. Alles selber? Okay. Warum habt ihr keine Box, Bruder, wenn ich fragen darf? Ja, die haben immer gesagt, bisschen kalt, bisschen so. Weißt du? Ja, wir haben, genau, wir haben gegessen, das war gut, aber war kalt. Ja. Trotzdem, weißt du, ich mach das, danach wird jemand kalt, weißt du. Genau. Okay, jetzt kriegt Arda auf jeden Fall frisch geschnittenes Fleisch. Ich bin gespannt, ob ihn trotzdem der Döner besser schmecken wird oder nicht besser schmecken wird. Genau. Alles außer Tomaten und Rotkohl. Ja, Karottchen auch. Danke dir. Guck mal, so sieht er aus hier. Vom Aussehen her sieht er wieder richtig prall gefüllt und gut aus. Also eine Sache gefällt mir schon mal, muss ich eher sagen. Schön dicke Zwiebeln.
Zwiebeln super. Magst du dicke Zwiebeln? Ja, ja. Magst du rote Zwiebeln oder weiße Zwiebeln eher? Beides. Ja? Hauptsache Zwiebeln. Ich bin so ein richtiger roter Zwiebeltyp. Aber mehr rot. Ja, ich auch. Okay, Adler, probier erstmal das Fleisch. Das hat er gerade frisch geschnitten, direkt. Okay, du weißt, fang an. Magst du das, wenn das Brot weich ist oder wenn das länger drin bleibt? Nee, wenn es weich ist. Echt jetzt? Ich bin ein richtig knuspriger Typ. Ich liebe das. Ich sag denen auch meistens immer, lass mal Brot ein bisschen länger drin. Boah, der Döner verabschiedet sich gerade. Mhm. Bruder, ich habe bis jetzt nur Brot gegessen. Jetzt musst du Fleisch bekommen. Mhm. Boah. Mhm. Ich habe jetzt gerade nur Fleisch gehabt und Brot ohne Salat. Mhm. Aber Bruder, ist der immer so voll? Jetzt ernsthaft, Wallah, sehr ernsthaft. Damals ein Dönerladen heißt Garab, sein Dürüm war wie mein Unterarm, Bruder. Von hier bis hier. Die waren einfach dafür bekannt, dass sie große, dicke Portionen machen. Aber Bruder, ich finde, das Fleisch, man merkt es sofort. Ich helfe dir, Bruder, kein Problem. Ich weiß jetzt schon, es gibt wieder die Kombination von dem, das und dem. Ja, am Ende ist es immer so, genau. Ich muss jetzt schon mal sagen, muss ich ehrlich zugeben, ich habe viel, viel schlechter erwartet. Nur schlechter erwartet, ne? Ich habe Kiel Döner viel, viel schlechter erwartet. Es gibt auf jeden Fall schlechtere Döner in Berlin. Ja? Dann kann das schon mal nicht schlimm, dass der beste Döner schlechter ist als der schlechteste Döner in Berlin. Es gibt safe in Berlin Döner, die schlechter sind als die hundertprozentig. Okay. Es gibt ja auch Leute, die machen diese rote Soße aber mit Apfelessig. Also das aus Apfel komplett. Gibt's nicht bei euch? Oder den nächsten Döner, boah, Apfelsoße, Currysoße. Kennst du Rindergulasch? Das Wasser davon. Die braten den ganzen Tag dieses Rindfleisch an und dieses Wasser kommt in diesen Döner rein. Apfelsoße noch nie gehört? Die ist rot, du denkst, das ist rote Soße, das ist aber Apfelsoße. Bruder, ich höre in Kiel Sachen. Also Hollandaise-Soße höre ich zum ersten Mal. Echt? Ich hab, Bruder, Hollandaise-Soße kenne ich normalerweise nur vom Spargel essen. Spargel? Ja, klar, Bruder, natürlich. Aber Hollandaise-Soße habe ich damals immer getrunken. Was? Ja, Bruder, immer so aus Packung. Ja, Ami, warum machst du das mit mir, ja? Wie war der? Der war super. Hä? Siehst du? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv. Was hast du gemacht? Hast du gemacht? Bruder, ich... Ach so, ich dachte, das ist Papier, das ist noch ein Stück Döner. Bruder, ich dachte, ich wollte das Papier platt drücken. Aber da ist noch ein Stück Döner. Bruder, ich habe den Teller kaputt gemacht. Ich... Ja. Tut mir leid, Bruder, ja? Nein, alles gut. Aber ich zahle dir den Teller. Ich wollte den... Ich dachte, der... Tut mir leid, Abidjim. Danke dir. Wir fahren jetzt schon zum dritten und letzten Dönerladen. Wir machen drei und dann kommen wir zur Auswertung. Ich bin auf jeden Fall froh, Bruder, dass du das nicht so schlimm empfindest. Ich bin wirklich positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Voila. Das sind die Kieler Döner, mein Bre. Ja. Du hast gelernt. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier bei Can Döner in Reisdorf. Er lässt sich jetzt täuschen gerade von Optik, weil das ist dieser vor Supermarkt. Also ich feiere den richtig. Du sagst, das ist der beste von allen. Guck mal, das will ich jetzt nicht sagen, weil sonst Erwartung zu hoch und so. Ich weiß nicht, ich feiere das Brot, ich feiere das Fleisch und die Soßen. Also Salat ist alles, Janne. Ja, schon, muss ich sagen. Es gibt hier noch einen Dönerladen in Reisdorf, vielleicht zeige ich dir den irgendwann mal Alibaba. Der, aber der scheint auch frisch hier. Der hat Box, Bruder. Die haben der alle Box. Ich sag dir, Agoda war einziger ohne Box. Welcher noch gut ist, könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr mal in der Nähe seid. Alibaba in Reisdorf, sehr, sehr guter Dönerladen und die besten Mitarbeiter in ganz Kiel, meiner Meinung nach. Wir gehen jetzt rein, direkt bestellen. Rechts ist der Kalbspieß, links ist Hähnchen. Und Bruder, die haben hier dreieckiges Brot. Okay. Du bist nicht so fasziniert, ne? Der denkt so, wo bin ich hier gelandet? Aber der chillt noch. Und das Hähnchenfleisch ist übertrieben lecker, ne? Also essen wir das Hähnchenfleisch? Nein, soll ich Ihnen sagen, er soll es zum Probieren geben? Ja, ja. Okay. Bruder, wir nehmen einen Döner für beide mit Kalbfleisch. Aber kannst du vielleicht uns ein bisschen Hähnchen zum Probieren geben? Ja, wir essen hier, kannst du uns so geben. Das ist da hinten die Apfelsauce, die ich meine. Okay. Checkst du? Und siehst du rechts dieses Öl da bei dem Käse drin? Ja. Das ist einfach nur Öl vom Käse. Ich dachte, weil er hätte halt gesagt, wir machen Öl drauf. Nein, das kann ich gar nicht aus. Nein, nein. Bruder, danke schön. Lass es zusammen probieren. Guck mal, wie heiß, Bruder. Ja, lass Bismillah. Draußen, lass draußen. Draußen? Richte die Gewürze, ich richte die direkt raus. Bismillah. Ich feiere das Hähnchen auch nochmal. Ist gut. Ne? Oder? Sollen wir Hähnchen oder Kalbfleisch nehmen? Spaß, nein, Kalbfleisch, Bruder. Bruder, die Soßen, welche Soßen waren das nochmal? Du hast Currysoße? Knoblauch, Cocktail, Curry und die Schabensoße. Aha, Cocktail ist diese... Orange. Die Orange, okay. Das ist Arda denkt Apfelsoße. Oh, guck mal hier, da schneidet er gerade frisch, Bruder. Der andere Dönerladen sagt Faulheit. Also er sagt, die haben keinen Bock immer zu schneiden.
Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ich habe selber, ich blick da nicht mehr durch. Bruder, kannst du uns einmal erklären, wie das mit diesen Boxen hier, weil Bruder, das kennt man überall nicht, nur hier bei uns. Das wird in erster Linie dafür benutzt, dass man das Fleisch, was man runtergeschnitten hat, nicht dauerhaft liegen hat. Das Fleisch trocknet einfach zu schnell aus. Man sollte es auch nur benutzen, wenn man da Fleisch beispielsweise für 1, 2, maximal 3 Portionen oder darin aufbewahren möchte. Doch man sieht natürlich andere Leute, die dann sagen, okay, alles klar, ich mach das Ding einmal voll und hab dann die nächsten 3, 4 Stunden. Okay, aber das wird da warm gehalten. Ist da nochmal extra warm? Ja, darunter ist Wasser, ne? Genau. Das wird ja auch generell, wird das ja auch bei Catering-Firmen zum Beispiel oftmals benutzt. Genau, richtig. Siehst du, guck mal. Und es wird warm gehalten, das Fleisch, so wie die Patties bei McDonald's, die werden ja auch so ähnlich gehalten. Über Wasser einfach quasi. Genau. Jetzt ehrlich. Ja. Was denkst du? Ich sag, soll ich ganz ehrlich sein? Wenn du den Sönerladen sehen würdest, du würdest nicht reingehen. Bruder, die Leute sollen nicht falsch von mir denken, dass ich über Essen so rede. Ja, nicht. Ja. Alhamdulillah, dass wir essen können. Super Essen. Also, çok şükür. Super Essen. Aber der Laden jetzt von der Optik her, ja, sagt mir am wenigsten zu. Ja, der erste Bruder, Laden klar. War sehr sauber. Der erste Laden war auch in der super. Stadt. Ja, ja. Der zweite Laden war auch super. Einer hat mich an Imre, hat mich so von dem Vibe so ein bisschen voll an Imre. Safe, ja. An Imre allerdings. Und Parkplatzdöner habe ich noch nie gegessen, Bruder. Ja. Also, Preise. Was zahlst du? Was war beim ersten Dönermann? Beim ersten, Bruder, 8 Euro. Hä? Ja. 8 Euro? 8 zweiter Euro, Laden? Zweiter Laden war, glaube ich, 7. Und jetzt, weiß ich nicht genau, fragen wir gleich nach. Normal 57. 7,50 Euro. Also wir sind hier gerade auf dem Realparkplatz in Reisdorf. Ich komme hier immer gerne einkaufen bei Real, Bruder. Ich habe bis 23 Uhr auf. Man kann da drin, ist ein riesengroßer Laden. Hier gehst du einkaufen? Ja, hier gehe ich manchmal einkaufen, wenn Zeit ist. Real hat, denke ich, auch alles immer, wa? Ja, so. Oh. Bruder, danke schön. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid, Jungs, gerade zu eurer Zeit ist die Primetime. Ja, alles gut, Bruder. Danke schön. Hey, bitte, guck dir mal dieses fette Ding an. Ja, okay, er hat geschnitten, glaube ich. Ja, ist warm. Das ist das Fleisch hier. Geringeltes Fleisch. Guck mal bitte das Brot. Komm mal her. Komm mal, Bruder. Bruder, das fällt alles raus, ja. Ey, das ist hier mit Mohn und Sesam. Deswegen liebe ich dieses Brot hier. Boah, Bruder, guck mal. Also großer Pluspunkt auf jeden Fall in Kiel, die machen den immer schön dick, den Döner, ja? Die rote Soße ist gut. Ja, ne? Ja, die rote Soße ist gut. Das ist Cocktailsoße. Ist auch ein bisschen. Ich kenne auch keine Cocktailsoße, die so dunkel ist. Arda, was sagst du, Bruder? Ich sehe auf jeden Fall, du sagst nicht viel, sondern du isst viel. Kommt zum Fazit. Okay. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, was Kiel angeht. Also erstmal muss ich eins sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin wirklich positiv überrascht. Erster Dönerladen. Erster Dönerladen. Hollandes. Muss ich ehrlich sagen, jetzt vom Ranking war der am schlechtesten. Krass. Angora, Fleisch, am besten fand ich. Okay. Von allen. Bloß das Brot hätte ich lieber von dem ersten genommen. Ah, von Dönerwerk, ja. Von okay. Dönerwerk. Ja. Und hier fand ich die Soßen am besten. Die Soßen sind sehr, sehr gut, das Stück. Die Soßen sind sehr gut. Aber das Brot fand ich auch geisteskrank hier. Das Brot war auch sehr lecker. Fleisch, muss ich ehrlich sagen, ist mir hier ein bisschen zu dick geschnitten. Ich mag es, wenn es ein bisschen dünner ist. Ich würde sagen, erster Dönerspot, aber das ist jetzt nicht auf Berliner Ranking. Nein, das ist jetzt gerade nur Kiel. Also nicht, wenn ich jetzt sage 7 von 10, ist das jetzt nicht auf Berliner Niveau gesehen. Erster Döner 7 von 10, Angora. Angora, ja. 8 von 10. Okay, krass. Und der 7,5. Okay, das heißt Platz 1 Angora. Ist Angora. Platz 2 ist der hier, Platz 3 ist Dönerwerk. Eine. Bei mir ist Platz 1 der hier, Platz 2 Agora, Platz 3 ist Dönerwerk. Aber für Kieler Verhältnisse sind das schon mit die besten Läden so, wo man essen gehen kann, gefühlt. 1 bis 10 im Allgemeinen, wie du den Unterschied zwischen Döner in Kiel und in Berlin sehen würdest. Also die Döner, die sind auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall viel schlechter in Berlin, zu 100%. Ich würde sagen, das ist so ein solider Mittelmaß in Berlin. Okay. Also ein Berliner, so ein 6er-Döner. So. Krass, also, okay, das ist gut. Würde ich sagen, oder? Das ist schon heftig, ich sag dir ehrlich. Ich hätte mit so 4 gerechnet. Nee. Okay. Ja. Eigentlich sollten wir daraus ein ganzes Format machen, dass wir in jede Stadt einmal gehen und dort eine Dönertour machen und sie dann mit Berlin vergleichen. Und vielleicht finden wir eine Stadt, die besser als Berlin ist im Allgemeinen. Allah, super. Ich schwör's dir. Super, sind. Wir verlosen noch was Cooles. Achso, ja. Eine fette Kinkins Mystery Box und einmal... 2 Jahresabos. Bei Perform All. Für seine App Perform All. Ihr könnt die Kilos abtrainieren und dann bei King Kings wieder raufessen und dann wieder abtrainieren, raufessen. So gute Mix. Damit man diese Mittelmaß bleibt. Dass man das Mittelmaß bleibt. Nee, wir verlosen das auf jeden Fall unter den Kommentaren. Kommentiert einfach ganz normal. Wir legen das in ein Programm rein und der, der gewonnen hat, den schreiben wir auf seinen Kommentar. Sollen die nicht Insta-Namen noch reinschreiben? Insta-Name von Arda, Insta-Name von mir. Voraussetzung einfach nur ein Kommentar bei diesem Video. Und Abonnent sein bei Insta und YouTube. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf seinem Kanal kochen wir nachher gegeneinander. Das wird auch richtig, richtig lustig. Er weiß nicht, was er für mich kochen muss. Und ich weiß nicht, was er für mich kochen muss. Super. Okay. Ja, so. Danke fürs Schauen. Bis ciao, dann. Ciao.